so wie die chinesische Propaganda vielleicht die positiven Effekte etwas stark betont, so ist die Berichterstattung hier in Europa, ich möchte die jetzt nicht als Propaganda bezeichnen, aber sie ist oft doch etwas sehr auf die negativen Faktoren ausgerichtet, auch hier wiederum einseitig. Natürlich ist die Demografie ein Problem. Die ist aber wahrscheinlich nicht ein so brutales Problem, wie wir uns das ausmalen, weil viele, zumindest der State-owned Enterprises, haben natürlich immer noch viel zu viel Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf ihren Büchern.